Moin Leute, am heutigen Tag ist Palermo zum ersten Mal bei Wer wird Millionär? Günther Jauch, ich komme, ich hole mir die Million. Leute, wir werden heute zusammen, wir machen das, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Und ihr müsst auch ehrlich sein, wie weit ihr gekommen wärt. Wir gehen mal rein. Das Ding ist, ich bin nicht so schlau. Gerade auch was so allgemein, Einzelspieler. Oh, schwierig, wir machen normal. Alle klassischen Themen für eine echte Herausforderung. Ja, wir wollen das schon echt. Oh Gott, das wird so peinlich. Ach so, ja, ich bin Massimo. Oh ja, der sieht aus wie Palermo. Nee, wer bin ich denn? Ruben? Nee. Margarete? Pablo! Nee, ich bin ja mehr Heng, Nadja, Georges. Nee, ich bin Massimo, Alter. Geschäftsführer. Hobby sind Autos. Meine Hobbys sind auch Autos. So, rein. Achso, ich musste übrigens die Wer wird Millionär-Musik ausmachen, weil sonst gibt's Copyright. So, Wer wird Millionär? Wir werden dafür andere tolle Musik im Hintergrund haben. Palermo! Günther? Nee, das ist doch nicht Günther Jauch. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Hallo, guten Tag. Oh, und da ist Palermo, a.k.a. Massimo. Es freut mich, hier zu sein. Jetzt müsst ihr nur noch diese Fragen beantworten. Ja. Unsere Kandidaten sind bereit und können es kaum erwarten. Okay. Los geht's bei Wer wird Millionär? Nun, Sie kennen das Prinzip der Gewinnpyramide. Ja. 15 Fragen und ganz oben auf der Pyramide die Million. Ihre neue Frage steht bereit. Okay. Viel Glück. Was kommt traditionell zu Sauerkraut auf den Tisch? Ein Eisbär, ein Eispickel, Eisbein! Es muss Eisbein sein. Das sind wieder die Fragen. Das sind manchmal so Fangfragen. Aber es ist Eisbein, oder? Wie gesagt, ihr bitte spielt auch mit. Eisbein. Mein Bauchgefühl sagt C. Okay, C. Ich glaube, wenn du da so sitzt auf dem Stuhl, du bist so nervös und da vergisst du dann auch manchmal Sachen. Sie haben Ihre Wahl getroffen. Schauen wir uns jetzt die richtige Antwort an. Das muss Eisbein sein. Ein Eisbär. Insofern ist das richtig. Die ersten 50 Euro secure. Nie verloren. Ich war gut. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst. Denn hier ist die nächste Frage. Welches Märchenmaid muss regelmäßig ihr 20 Ellen langes Haar herunterlassen? Trafunzel, Rapunzel, Ranunkel oder Furunkel? Ja, Furunkel hat, glaube ich, da eine andere Maus. Aber es muss Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, lass dein dickes Haar herunter. Ganz klar, es ist B. Die Spannung ist unerträglich. Ich hätte vor, das wäre jetzt falsch. Sie haben sich nicht getäuscht. Richtig. Ich nahm mir die Zeit nachzudenken. 100 Ditscher. 100 Euro. Dafür kaufe ich mir Schuld. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Ja. Wie heißt eine Stadt in Ostfriesland? Leer? Voll? Frei? Scheiße. Ich weiß das nicht. Es kann alles sein. Leer? Es gibt eine Stadt sicherlich in Ostfriesland, die leer heißt. Frei? Besetzt? Die Stadt leer. Ich kenne die Stadt leer, aber die Stadt voll? Das kann doch, das macht doch alles Sinn. Oh Gott, das ist so peinlich. Ich würde sagen leer. Ich würde, besetzt macht keinen Sinn. Versuchen wir es mit A. Soll ich so einen Joker nehmen? Ich nehme einen freaking Joker. Ah, ja, warte, ich will jemanden anrufen. Ich rufe jemanden an. Ich muss jemanden anrufen. Junge, sonst bin ich draußen. Sie haben sich für den Anruf entschieden. Ja. Ich hoffe, Sie rufen die richtige Person an. Ich rufe meinen Kollegen Edward an. Edward! Hallo Edward, hier ist Wer wird Millionär? Oh, guten Abend. Massimo braucht meine Hilfe, oder? Ja, Massimo braucht Hilfe. Sie werden nicht viel Zeit haben, um die Antwort auszusuchen, die Sie für richtig halten. Auf geht's, Edward. Ich verlasse mich auf dich. Du bist der Beste. Das schaffst du. Es ist natürlich A. Ah, verdammt! Ich hätte riskieren sollen, so ein Mist. Und wir nehmen Danke, A. Edward. Scheiße. Sollen wir das so notieren? Ja. Ja, das ist definitiv meine Antwort. Dies war Ihr letztes Wort. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Das stimmt. Ja. Ich habe den Glauben nie verloren. Ich war gut. Ich war gut bei der 200-Euro-Frage oder so. Womit beginnt jeder Ballwechsel eines Tennismatches? Mit dem Return? Mit dem Slice? Mit dem Matchball? Oder mit dem, mit dem Aufschlag? Was Junge, soll ich sagen? Okay. Ich werde die nehmen. Ist so. Sind Sie sich sicher? Ja. Ich bin mir sicher. Das ist definitiv meine Antwort. Oh Gott. Sie haben Ihre Wahl getroffen. Schauen wir uns jetzt die richtige Antwort an.
ist notiert und wird als richtig durchgewinkt. Prima. Ja, danke, das danke, war die danke. Richtige Antwort. 300 unfassbar. Euro. Leute, Leute, Leute. Kommen wir also zu einer ganz neuen Frage. Oh, die letzten... Wer sind denn die... Nee, scheiße. Die letzten Jedi? Rian Johnson, George... Oh. Die letzten Jedi, ist das eine? Das ist eine der neuen, oder? Die letzten Jedi? Also, die alten, da hat George Lucas Party gemacht. So, die letzten Jedi, The Last Jedi. Ja, das sind die neuen, J.J. Abrams. Ah, ja, genau. Und sollen wir das so notieren? Ja. Das ist definitiv meine Antwort. Ach, scheiße, wenn das George Lucas ist. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Raten reicht leider nicht aus, um weiterzukommen. Das ist nicht die richtige Antwort. Da habe ich mich nicht gut verkauft. Ach komm, Star Wars, Alter. Das ist doch keine also, leichte Frage. Dass sie so schnell verlieren, hätte ich nicht gedacht. Ich gehe mit 0 Euro nach Hause. Komm. Hättet ihr das gewusst? Schreibt es bitte in die Kommentare. Gerade bei dem, ich gehe jetzt nochmal mit normal rein. Alles mit. Aber das war doch eine verdammt schwere Frage für 300 Euro. Wer hat bei Star Wars Regie geführt? Ich dachte J.J. Abrams oder George Lucas. Aber Rian Johnson? Wo ist der Günther? Moin, Günther. Achso, ein dringendes Problem brennt auf den Nägeln. Ich wähle die. Das klingt für mich irgendwie richtig. Natürlich, das brennt Sie auf den Nägeln. Sie wissen ja jetzt, was meine nächste Frage sein wird. Nämlich, sind Sie davon überzeugt? Ja, Nägel. Ja, das ist definitiv meine Antwort. Komm, jetzt gewinnen wir die Million. Ich glaube an uns. Die Spannung ist unerträglich. Ja, so unerträglich ist sie jetzt nicht. Das ist absolut richtig. Eine gut geplante und durchgeführte Sache. 50 Euro. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Eine erfolglose Aktion bezeichnet man sinnbildlich auch als Schlag ins Gesicht. Wasser? Gesicht. Ja. Ja. Ah, nee, warte. Eine erfolglose Aktion bezeichnet man auch ein Schlag ins Blaue. Aber es ist ein Schlag ins Gesicht. Und nee. Massimo entscheidet sich für D. Ja, der Massimo. Sind Sie davon überzeugt? Ein Schlag ins Blaue. Ja, das ist definitiv meine Antwort. Ja. So leid es mir auch tut, dies ist nicht die richtige Antwort. Ein Schlag ins Wasser? Mann, ist das peinlich. Oh, das ging ja schneller als gedacht. Das ist ein Schlag ins Wasser? Massimo, Mann! Scheiße, jetzt wird's langsam. Schlag ins Wasser habe ich noch nie gehört. Ich kenne einen Schlag ins Gesicht, aber. Und einen Schlag ins. Oder. Naja, man sagt ja sowas, ich tippe ins Blaue oder so. So, komm schon. Alle guten Dinge sind drei. Moin, Günther. Wenn Dinge sehr kleinlich betrachtet werden, spricht man von Haarspalterei. Auf jeden Fall. Ich muss Sie fragen, sind Sie sich sicher? Ja. Also, Sie haben ich sollte nicht definitiv nicht richtig. Zu Wer wird Millionär? Das wird nichts. Richtige Antwort. Unfassbar. Das ist, ja, unfassbar. Diese neue Frage sollte es Ihnen nicht schwer machen. In welcher Stadt befindet sich das Stadion Türk Telekom Arena? Lissabon ist Istanbul. Istanbul. Die Türk Telekom. Ja. Mein Istanbul. Sagt C. Türk wegen Türkei. Okay, C. Damit wir uns einig sind, sind Sie sich absolut sicher? Und dann wegen Atatürk? Ja, das ist definitiv meine Antwort. Ja, genau. Jawohl. Ein brillant erzielter Erfolg. Ja. Unser Redaktionsteam bietet Ihnen eine der besten Fragen. Oh nein. Welche Reimform gibt es wirklich? Ein Zappelreim, ein Wackelreim, ein Rappelreim? Ein Schüttelreim. Oh, scheiße. Ich sag, das ist ein Schüttelreim. Zappelreim macht Wackelreim. Es ist der Schüttelreim. Das klingt für mich irgendwie richtig. Ja, Sie komm, mach den Schüttelreim. Ihrer Antwort überzeugt zu sein. Aber sind Sie sich sicher? Ja, ich bin mir sicher. Na, ich bin mir nicht sicher. Die Spannung ist unerträglich. Ist sie nicht? Das ist absolut richtig. Ich nahm mir die Zeit nachzudenken und es lohnte sich. Ja, oh, es hat sich richtig gelohnt, Alter. Die 200 Tacken. Hier ist eine neue Frage. Die werden wir raushauen. Oh, was? Oh, das weiß ich. Was trägt der tschechische Nationalhüter Petr Cech bei jedem Fußballspiel? Ein Helm. Goldkette ist aber auch geil. Nein, es ist ein Helm. Nein, aber das Nein. Helm. Ja, genau. Weil das Ding ist, der hatte so einen Zusammenprall, entweder mit einem Pfosten oder einem Spieler. Und seitdem trägt er den Helm. Ist auch smart als Torwart. Gut. Und damit... Das war die Damit sind Antwort. Wir jetzt genauso Unfassbar. Gut. Also das ist unser neuer Rekord. Kommen wir also zu einer ganz neuen Frage. Welcher vorwitzige Zuschauer nervt Skatspieler ungefragt mit seinen Ratschlägen?
Zeisig, Kiebitz, Stieglitz oder Sperling? Was? Ich brauch Joker. Ich ruf jemanden an. Ich ruf wieder Sie Edward an. Sie haben sich für einen Anruf entschieden. Ja. Viel Glück. Edward, Kollege. Du, der ist Skatspieler. Der spielt Skat. Hallo Edward, hier ist Wer wird Millionär? Ich verstehe die Frage nicht mal. Massimo braucht meine Hilfe, oder? Ja, Massimo ist dumm. Sie werden nicht viel Zeit haben, um... Ja. Was? Ach, Massimo hat gesagt B, oder? B, also, danke. Ich würde natürlich B sagen. Sollen wir das so notieren? Ja. Das ist definitiv meine Antwort. Ey, wenn hier mein Telefonjoker mich hängen lässt... Glückwunsch zur erreichten Sicherheitsstufe. Diesen Gewinn kann man Ihnen nicht mehr abluchsen. 500 Euro. Es sind die 500 Euro. Geiles Ding. Ihre neue Frage steht bereit. Viel Glück. Oh, das weiß ich. In was kracht? Ron und Harrys fliegendes Auto in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. In die Nein, nicht weinende. Prügelnde. Die prügelnde, oder? Nee, peitschende, sorry. Die peitschende. Mach Block ein, Alter. Wie wäre es mit C? Ja. Ist das Ihre Antwort? Nein! Meine Speicherkarte ist... Ach komm, warum? Ja, das ist richtig. Das ist doch Müll jetzt. Eine gut geplante und durchgeführte Sache. Ich mach das anders. Ich gehe hier rein oder machen wir das mit der Kamera? So, da bin ich. Welche Boxergewichtsklasse ist nach einem javanischen Zwerghuhn benannt? Das Bantamgewicht, ja. Ich habe so eine Ahnung, dass es C ist. Und nun möchte ich wissen, ist das Ihre Antwort? Ja. Und? Und genau so ist es. Jawohl. Das kenne ich nämlich. Das Bantamgewicht. Erfolg. 2000 Euro, Alter. Jetzt gehen wir ab. Sind Sie bereit, sich den Fallen dieser nächsten Frage zu stellen? Ja, ich bin bereit. Wer ist Bruce Banner in Bezug auf Jennifer Walters, auch bekannt als She-Hulk? Oh, ich habe She-Hulk nie gesehen. Ich muss jemanden fragen. Ich mache Publikum. Dann fragen wir mal das Publikum. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Antwort kennen, dann geben Sie bitte jetzt Ihre Meinung ab. Okay, Ihr Onkel. Wunderbar. Wir machen Onkel rein. Mein Bauchgefühl sagt C. Okay, C. Sie wissen ja jetzt, was meine nächste Frage sein wird. Nämlich, nein, bin ich nicht, aber die meisten haben es halt gesagt. Das ist definitiv meine Antwort. Oh, bitte, ey, wenn das Publikum mich jetzt reinreitet. Nun ist es soweit, die richtige Antwort herauszufinden. Nun, man kann nicht immer gewinnen. Es ist die falsche Antwort. Das miese Publikum! Ich werde hier einfach verarscht. Das gibt's doch nicht. Die können mich doch jetzt hier nicht so... Ihr miesen... Leute, ey. 500 Euro. Besser wird's nicht. Junge, ich muss das mal irgendwann mit jemandem zusammenspielen. Weil zwei schlechte Gehirne sind besser als eins. Leute, ey. Chaotisches Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir wurden leider vom Publikum aufs Kreuz gelegt. Das ist doch ein abgekadertes Spiel. Leute, wenn es euch gefallen hat, schallert gerne den Like rein. Schaut wie immer gerne auf produkten.shop vorbei. Euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.